Eine neue Woche beginnt und die Werbekampagnen für Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur scheinen langsam ins Rollen zu kommen. Allgemein wissen wir, dass seit der Nintendo Switch ordentlich die Werbetrommel geschlagen wird. Und hier geht es nicht um schlichte und einfache Werbung, sondern wirklich um qualitativ hochwertige Promote-Trailer und TV-Spots für unsere liebsten Spiele der Nintendo Switch. Bevor ihr das Video weiter anschaut, würde ich euch gerne darauf aufmerksam machen, dass 95,6% meiner Zuschauer noch gar keine Abonnenten sind. Aber ihr habt sicherlich einfach nur vergessen zu abonnieren. Kann man ja mal so nebenbei am Rande erwähnen. Es sind jetzt noch genau 4 Monate bis zum Release für Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Und auf einer spanischen Seite sind jetzt Bilder von einem Videodreh aufgetaucht. Eine Zeitungsredaktion ist hierbei über die Dreharbeiten am 11. Juli in Spanien aufmerksam geworden und diese Bilder zeigen Flaggen in den Farben der Edition Karmesin und Purpur. Ich könnte mir hier sehr gut vorstellen, dass wir noch diesen Monat mindestens einen Promo-Trailer für die 9. Generation erhalten, sowie einen weiteren Gameplay-Trailer, welcher neue Features vorstellen könnte. Doch, was meint ihr? Würden euch Promo-Trailer aus Spanien gefallen? Die Werbung von Nintendo ist aktuell mehr als gut. Mein Gefühl sagt mir, dass es diese Woche allgemein spannend werden könnte um die 9. Generation. Meine Vermutung mit dem 3. Trailer am 15. Juli hat sich leider nicht erfüllt. Eine persönliche Frage habe ich da noch an euch. Bereitet ihr euch eigentlich auf die 9. Generation vor? Spielt ihr nochmal ältere Editionen wie Schwert und Schild? Oder legt ihr einfach nur die Füße hoch und wartet auf den Tag, wo wir beide Editionen dann erhalten werden? Gerne unten in die Kommentare schreiben und abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch einen angenehmen Wochenstart und einen wunderschönen Tag.